Hallo und hi zu Bundesliga, aktuell am Donnerstag, einen Tag nach einem ja überhaupt nicht gelungenen Champions-League-Abend aus deutscher Sicht. Die Leipziger müssen eine Klatsche einstecken beim FC Porto und für die Dortmunder heißt es Krise nach dem 1:1 gegen Nicosia. Und auf diese BVB-Blamage und vor allem auf die Auswirkungen schauen wir heute ganz genau. Ist natürlich unser Top-Thema neben der UEFA Europa League. Drei deutsche Teams haben wir am Start mit Hertha, Köln und Hoffenheim und die stehen alle mächtig unter Druck. Ja, für wen gibt es denn noch Hoffnung in Europa? Das klären wir heute alles und starten erstmal wie gewohnt mit dem Tag in 60 Sekunden. Um 19 Uhr geht's los mit unserem großen UEFA-Europa-League-Abend. Heißt noch 5 Minütchen und dann beginnt die Berichterstattung zu Kölns letzter Chance. Heute Abend ja dann gegen Bate Borisov. Das Spiel zeigen wir Ihnen natürlich dann später live. Wir bleiben jetzt aber erstmal nochmal beim Thema FC Bayern München, denn die Zukunft von Willy Sagnol wurde geklärt. Morgen geht's dann weiter mit Bundesliga aktuell um 18.30 Uhr und dem Kollegen Jochen Stutzki. Und jetzt darf ich Ihnen einen richtig schönen UEFA Europa League abwünschen. Oliver Schwesinger übernimmt. Viel Spaß, bis bald, ciao.